Heute trage ich schwarz, weil die Logik endgültig tot ist. Also zumindest bei Shirin David. Es sind immer die hässlichen Bitches, die haten. Und deswegen begrüße ich euch ganz herzlich zu einem neuen Video mit eurem Girl. Hallo. Shirin David ist auf Reflexion aus. Zumindest hat sie das selber gesagt. Sich selbst zu reflektieren und sich selber Komplett. weiterzuentwickeln. Und hat sich selbst in einem 2,5-stündigen Video reflektiert und hat Statements abgegeben zum Thema Pelz tragen, zum Thema McDonald's. Es kommt sogar noch was mit McDonald's in einem Monat und das geht dann wieder los. Und warum sie eigentlich gar kein Vorbild ist und auch nicht sein möchte. Aber was ist dran? Und hat Shirin David sich wirklich reflektiert? Und mir ist es dann auch zu blöd, mich dann irgendwie dazu zu äußern. Das alles heute live am Sonntag um 18 Uhr mit eurem Girl. Ich habe mir diese 2,5 Stunden angesehen und sie spricht random Zeug an, was Nico leider nicht kritisch einordnet. Also sprich, erfüllt ja irgendwie die Funktion von Leroy. Im ersten Teil des Interviews spricht Shirin über die Rap-Szene, über ihre Funktion darin, wie sie da reingekommen ist und so weiter und so fort. Jedoch stellte Nico etwas fest, was ich als relativ neu empfinde. Ich weiß mit ziemlicher Sicherheit, dass du sehr gutes Shitstorm-Management um dich rum hast und wahrscheinlich auch aus den Erfahrungen, die du gesammelt hast, aus der ganzen Zeit weißt, wie man mit Shitstorm umgeht. Wenn damit gemeint ist, dass Shirin diese gut ignorieren kann, dann würde ich dem Ganzen zustimmen. Wenn wir jetzt aber wirklich davon reden, dass sie einen souveränen Umgang mit Shitstorms hat, dann würde ich tatsächlich eher sagen, nee. Vielmehr wirken diese Shitstorms wie kalkulierte Schritte, um einfach ihre Marke noch mehr zu promoten. Ob es um Dirty geht, ob es um ihre Musik geht oder ob es um weitere Produkte geht, die sie bewirbt. Negativ Presse zu nutzen, um Reichweite zu erzielen, ist übrigens keine Ausnahme. Es gibt ganze Untersuchungen dazu, wie man negative Presse instrumentalisiert, um die Reichweite zu maximieren und das bei wenig Budget. Man sieht auch in dem jüngsten Beispiel von Shirin David, dass sie das Ganze für sich genutzt hat, da man ihr eben Doppelmoral vorgeworfen hat und damit ein Fotoshooting veranstaltet hat. Shirin David und ich, wir haben eins gemeinsam, wir haben wirklich ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Ich habe ein Problem damit, wenn jemand ungerecht behandelt wird. Ich habe so ein so ein Trigger auch. Deswegen, ich hasse alles, was in irgendeiner Art von Unterdrückung stattfindet. Also solange dieser Gerechtigkeitssinn sie selbst betrifft. Mach schon ein Video mit Shirin David. Direkt fühlen sich irgendwelche Leute angegriffen. Es geht nämlich darum, dass mir der Manager von Shirin David auf Instagram geschrieben hat. Da schreibt er mir, was das Problem ist, verstehst du nicht? Dass du gerade versuchst, meinem Geschäft zu schaden. Hat sie dir dein Brot weggenommen? Hat sie dir in irgendeiner Form geschadet? Auch interessant, dass sie ein Gewinnspiel veranstaltet hat. Es wird eine unfassbare Verlosung kommen. Und zwar nicht so eine Basic-Ass, ich verlose einfach ein paar Playstations und ein paar iPhones, sondern es wird ein bisschen schwierig, wo man dubiosen Geschäftsmännern folgen musste, die einem erklären, wie man reich wird. Habe ich mit dem Verkauf und der Vermarktung von Internetadressen und Internetparteien verdient. Und das Ganze wurde getarnt hinter: Ich zeige euch Sachen, die ich gut finde und ihr stimmt ab, welche euch richtig gut gefallen oder welche euch besser gefallen. Im Endeffekt war das gar nicht selbst gekauft, sondern wurde gesponsert. Zumindest liefen diese Art von Gewinnspiele bei anderen Influencern genauso ab. Und man weiß aus Quellen, dass hierfür sogar Plätze verkauft werden und der Influencer mit der meisten Reichweite dafür vergütet wird. Der Preis pro Platz wäre angeblich 6.000 Euro. Leider hat sie sich dazu nie geäußert, sondern ist ausgesessen. Aber okay, das ist wahrscheinlich einfach ihre eigene Form von Gerechtigkeit. Ich habe so ein so ein Trigger auch, dass wir haben immer diese Fake-Debatte und was auch immer. Ich habe noch nie irgendjemand versteckt oder irgendwie getan, als wäre ich etwas, was ich nicht bin. Außer beim Auto. Kurz zusammengefasst, sie fuhr einen schwarzen AMG in Berlin, den sie dann eigener Aussage nach aus Umweltgründen abgegeben hat, um sich dann im Nachhinein ein Rolls-Royce zu holen und eine G-Klasse. Warum hat sie aber gesagt, dass sie das aus Umweltgründen abgegeben hat? Warum habe ich meinen AMG abgegeben? Nicht wegen Klimaschutz, sondern weil er schwarz war und jeder mich in Berlin angeguckt hat und ich einfach nicht mehr anonym sein konnte. Aber ich habe das genutzt als so ein Narrativ und das war so ein richtiger Fail bei mir. Einfach sich ein bisschen besser darstellen wollte, als sie ist. Nur so ein bisschen Remix-Tune. Und das muss ich mir auch sagen. Wenn du zum Beispiel zu einem Fußballer gehst oder du interviewst einen Fußballer, der hat jetzt eine Kinderstiftung oder keine Ahnung, du gehst auch nicht zu ihm und fragst ihn, und was tust du für den Feminismus und was tust du für den Tierschutzverein und was tust du für den Klima? Ich mache eine Sache und bei mir wird sofort erwartet, dass ich aber das mache und das mache und das mache. Weil ich hatte vor 3 Wochen ein Interview, da ziemlich genau dieselbe Frage gestellt. Ja, du bist jetzt Feministin, aber was machst du eigentlich für das und das? Oder ich meine, was soll ich denn noch alles sein? Aber ich will mich einfach nicht dahin drängen, zu sagen, ich muss die perfekte Rolle haben für jedes Problem,
was es auf dieser Erde gibt. Und das muss ich auch nicht. Zwingst nicht eher du dich selbst in eine Rolle, der du nicht gewachsen bist, indem du ständig irgendwelche Sachen droppst, die du dann am Ende nicht durchziehst. Es ist in Ordnung, Sachen nicht durchzuziehen. Wenn du es nicht schaffst, vegan zu leben, ist es doch nicht schlimm. Aber dann ist es doch deine eigene Schuld, wenn du die Sachen ankündigst und groß machst und das postest und dann das Ganze nicht mehr kommentierst, sondern eher noch das Schlimmste machst und für McDonald's Werbung machst. Natürlich hält nicht an die Leute. Natürlich stellen sie dir diese Fragen. Wenn man nicht in diese Rolle gedrängt werden möchte, dann sollte man aufhören, das Ganze öffentlich breit zu treten und dann genau das Gegenteil davon zu machen. Denn dann sind nicht die anderen schuld, die einen in eine bestimmte Rolle drücken oder einem bestimmte Fragen stellen, sondern dann ist man selbst schuld. Punkt. Ich habe das Gefühl, die Menschen hören immer gar nicht so zu oder wollen nicht zuhören oder wollen es im falschen Kontext sehen, weil ihnen dein gemachtes Äußeres nicht gefällt oder irgendwie sowas. Das ist genau das. Es ist Ultrafemininität und das ist einfach ein Riesenproblem. Voll gemein. Die Leute haten mich nur wegen meinem Aussehen. Es können nicht die Aussagen sein, es muss das Aussehen sein. Nicht mal die Shirizzes lassen dieses Strohmann-Argument durchgehen. Egal wie oft du das sagst oder postest, deine Aktionen sind das Problem und nicht das Aussehen. Stichwort Vorbild und Aussehen stellt Nico Shirin eine Frage. Wie bewusst bist du dir deiner Vorbildfunktion? Was mich so krass stört, ist, dass die Leute tun, als wären diese Kinder so richtig dumm. Als hätten die gar keine eigene Meinung, als hätten die überhaupt keine eigenen Präferenzen oder was auch immer. Du weißt nicht, wer du bist mit 13, 14. Aber ich glaube, dass viele Menschen ihre Kinder in viel zu ernste Positionen drücken, in einem Alter, in dem sie noch gar nicht da sein können. Weil du kannst mit 13 die über so eine Sachen, da, du bist einfach erstmal ein Kind. Nein, man tut nicht so, als ob Kinder dumm wären. Kinder sind einfach nur leicht beeinflussbar. Das endet aber auch nicht mit dem 18. Lebensjahr, sondern darüber hinaus sind Erwachsene auch leicht beeinflussbar. Beispielsweise bei der Kaufentscheidung, was Shirin David ja auch weiß, sonst würde sie auch gar nicht gebucht werden von Firmen. Deswegen seht ihr so viele Influencer für eure Lieblingsmarken werben. Und das ist per se nichts Schlimmes, solange es nicht übermäßig ausgenutzt wird oder für die falschen Dinge geworben wird. Auch in Sachen Aussehen lassen sich Leute leicht beeinflussen. Beispielsweise gibt es eine TikTokerin, die singt die Songs von Shirin mit, die sieht aus wie Shirin, sie macht sogar dieselbe Mimik wie Shirin. Frag mich schon wieder, ob ich Bi bin. Ich steh für Bambi. Ich mache deine große Liebe heute zu deinem Ex. Alles super size, wie du weißt. Mach ihn zu meinem Gameboy oder zu meinem Playboy. Die Leute sind nicht dumm, auch Kinder sind nicht dumm. Sie sind einfach nur leicht beeinflussbar. Deshalb kaufen sie sich auch deine CDs, dein Merch und dieselben Klamotten, damit sie aussehen wie du. Umso jünger sie sind, desto eher übernehmen sie die Meinung von ihren Vorbildern. Und wenn man beispielsweise so ein Video macht, wo man sagt, mit meinem Pflaster so durch ganz Berlin gelaufen, jeder soll sehen, meine Nase ist gemacht, meine Nase ist Meinst du ernsthaft, dass es niemanden beeinflussen wird, wenn eine Nasen-OP beispielsweise so glorifiziert wird? Aber Shirin gibt es selbst zu, dass man beeinflusst wird. Kann. Als ich 9 oder so war, Playboy-Menschen geguckt auf E-Entertainment. Das ist natürlich, mich hat das zu 100% beeinflusst. Ich wusste immer, ich will blonde Haare haben, ich bin brünett von Natur aus und egal was komme mit 18, ich will keinen Führerschein, ich will große Brüste haben. Das war das Einzige, worum ich mir Gedanken gemacht habe. Deswegen verstehe ich, woher das kommt, weil ich weiß, wie ich mich damals gefühlt habe. Also man kann mit 13, 14, 15 nicht über solche Dinge nachdenken, weil man praktisch noch ein Kind ist. Aber du wirst mit 9 Jahren beeinflusst und sagst, ich möchte große Brüste und ich möchte blonde Haare. Fakt ist aber, dass das immer noch von dir selbst auskommen muss. Meine Schwester zum Beispiel hat 1:1 dieselben Eindrücke wie ich. Wir haben dieselben Referenzen. Wir sind nicht mal ein Jahr auseinander. Und sie ist zum Beispiel einen ganz komplett anderen Weg gegangen als ich. Soweit man diesem Artikel hier glauben kann, hat Patty sich die Lippen machen lassen, als auch die Brüste machen lassen. Aber wenn man sich die Jugend von heute anschaut, dann muss man zugeben, dass diese im Vergleich zu meiner Generation, zu ihrer Generation, wesentlich weiterentwickelt ist. Denn sie haben Handys, sie haben Zugang zum Internet, sie können sich jeden Tag vergleichen mit ihrem Idol, mit anderen 13-Jährigen. Alles schon immer sehr ästhetisch, auch schon als ich klein war. Ich finde das immer richtig hübsch, wenn sich Frauen irgendwas gemacht haben. Also ich mochte das einfach. Ich meine, wenn dir jemand die ganze Zeit von ihrem Bubble Butt vorsingt, von ihrem BBL und diesen besonders schönen Szene setzt, kann schon sein, dass es dann gewisse Einflüsse hat, oder? Aber nein, mit 13, 14, 15 ist man ein Kind. Ich meine, wo schließt sich das denn aus? Man kann ein Kind sein und trotzdem sich von diesen Dingen beeinflussen lassen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Shirin auch nicht weiß, was das Wort beeinflussen heißt. Denn einerseits
gibt sie es zu. Aber ich verstehe natürlich auch, dass es Impulse setzt. Und andererseits sagt sie, nee. Weil du kannst mit 13 die über so eine Sachen, da, du bist einfach erstmal ein Kind. Noch interessanter, wenn es bei den eigenen Kindern passieren würde, hätte sie vermutlich was dagegen. Ich bin jetzt nicht emotional damit. Mhm. Ich verstehe das. Aber es, für mich ist das jetzt nicht so wie, okay, ich habe jetzt, stell dir vor, ich habe jetzt eine kleine Tochter und die ist jetzt gerade 9 und jetzt fängt die sich an, Gedanken zu machen, dann fuck ich mich 100% darüber ab. Das weiß ich auch. Deswegen, darüber bin ich mir schon sehr bewusst, aber ich mache mir jetzt einfach erstmal keine Gedanken darüber. Aber solange es die anderen Kinder sind, ist es ja nicht so schlimm. Also Fakt ist, Real Talk, ich will kein Vorbild sein. Ich will nicht, dass irgendjemand denkt, oh, jetzt weil Shirin, das ist, muss ich das jetzt auch machen. Realität ist, dass das natürlich irgendwo den Druck erhöht, optisch einen gewissen Standard zu erreichen, nicht nur durch mich, und aber auch durch viele andere Sachen. Aber ich denke trotzdem, dass man im Endeffekt, jeder muss selber entscheiden, unabhängig jetzt, was ich mache oder nicht. Wenn ich mir morgen eine dritte Titte auf die Stirn operieren will, heißt es nicht, dass jetzt 15 Mädchen hinhaft sagen, oh, ich will jetzt. Also mich stört einfach dieses verdummte Narrativ. Egal was komme mit 18, ich will keinen Führerschein, ich will große Brüste haben. Aber Breaking News, du kannst dich nicht in einem Feld als Vorbild aufspielen und für Empowerment und Feminismus kämpfen und im anderen Feld sagen, ich will kein Vorbild sein, ich will nichts sagen und nur weil ich berühmt bin, muss ich kein Vorbild für euch sein. Ja, du bist nicht deren Erziehungsbeauftragte und ja, Eltern müssen dafür sorgen, aber Eltern können ihre Kinder nicht 24/7 überwachen. Weswegen es auch wichtig ist, dass man vernünftige Vorbilder im Internet hat. Aber ich kann Shirin verstehen, denn sie kann eben nicht in allen Bereichen perfekt sein. Sie ist halt auch nur ein Mensch. Ja, du bist jetzt Feministin, aber was machst du eigentlich für das und das? Oder ich meine, was soll ich denn noch alles sein? Bröseln wir mal auf, warum ihr diese Fragen gestellt werden und den anderen nicht. Sie hat gesagt, sie möchte vegan leben, sie möchte ihr Auto aus Umweltgründen abgeben, sie macht Werbung für einen Konzern wie McDonald's und trägt Pelz für eine Promotion. Ernst gemeinte Frage an euch, wieso wundert es uns eigentlich noch, wenn Stars widersprüchlich sind? Das ist irgendwie doch auch menschlich, oder? Jeder von uns hat seine Widersprüche. Und Stars, gerade auch die Deutschrap-Szene, ist doch voll von Menschen, die was sagen und dann was komplett anderes machen. Shirin inszeniert sich selbst als jemand, der etwas verändern will. Ob in der Rap-Szene, in der Feminismus-Szene oder doch bei McDonald's. Man erwartet viel von ihr, weil sie viel ankündigt. Und im Endeffekt ist man enttäuscht, weil nichts als heiße Luft und wenig Kleidung dahinter steckt. Ich gebe euch ein ganz einfaches Beispiel. Shirin David spricht sich für Female Empowerment aus. Was muss die Szene generell besser machen in diesem Thema? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Frauen habt ihr bei Backspin? Wie viele Frauen arbeiten bei euch? Wir sind 3. Sind diese Frauen bei euch in Führungspositionen oder eher weniger in den Entscheidungspositionen? Ich glaube, das ist einfach wichtig. Ich bin der Meinung, dass es generell in Hip-Hop-Medien und in den Strukturen einfach zu wenige Frauen an Entscheidungspositionen sitzen. Männer entscheiden alles. Gleichzeitig werden die Songs alle von Männern geschrieben, ihr ganzes Team besteht aus Männern und ihr Umfeld ist männlich. Okay, die Videos werden teilweise von Frauen gedreht, aber einen Song zu schreiben über Frauen, die belästigt werden, die Zeilen aber von Männern eigentlich sind, hat einen kleinen Nachgeschmack. Wie viele Frauen habt ihr bei Backspin? Auch zu der Pelz-Thematik äußert sich Shirin David. Würdest du nochmal einen Pelzmantel tragen? Wenn er Vintage ist und das war derselbe Mantel, wie ich 2019 in meinem Eis-Video hatte, dachte ich eigentlich, dass es okay ist, weil der Mantel schon da ist. Aber, und das habe ich auch verstanden, das Propagieren von Felltragen ist ein Problem. Okay, 2019 hat es keinen gestört, dass ich diesen Mantel trage. Es war genau derselbe Mantel. Andere 2023 hat es gestört. Und ich habe es verstanden. Und deswegen ist auch die Kampagne nicht rausgekommen, die Dirty Energy Kampagne. Sie sagt, dass der Mantel Vintage wäre, weil er auch in diesem Video hier getragen wurde. Aber auch diese Aussage finde ich komisch, weil es hier meiner Meinung nach auch eine kalkulierte Strategie war. Denn das erste Mal, dass sie Pelz getragen hat, war hierbei. Diese Stiefel und diese Mütze. Hierbei haben die Leute gesagt, hey, ist das nicht in Ordnung? Warum machst du das? Das zweite Mal, dass sie Pelz getragen hat, war hier. Wenn du hier nicht wusstest, dass es ein bisschen Panne ist, okay. Aber das Video kam danach und war eine bewusste Steigerung der Reichweite und das auf dem Rücken eines Shitstorms. Den hat sie für sich genutzt, um dann im Nachhinein zu sagen, oh ja, wusste ich nicht, dass das nicht in Ordnung ist. Okay, 2019 hat es keinen gestört, dass ich diesen Mantel trage. Wusste ich nicht. Aber vielleicht war es ja auch einfach nicht in ihrem Kopf, genauso wie mit der McDonald's-Werbung, denn dazu hat sie sich auch geäußert. Also dieses ganze McDonald's-Thema, als ich das erste Mal einen Post gemacht habe zu McDonald's im letzten Jahr, war das in so einem Full Catsuit Balenciaga Outfit, wo ich einfach bei McDonald's stand und irgendwas bestellt habe. Es gab keinen Shitstorm. Es ist zu einem Problem geworden, als ich Geld damit verdient habe.
und als ich den Deal bekommen habe. Ab diesem Moment ging der Shitstorm los. Und das muss man jetzt auch einfach mal kurz, ne? Das sind Fakten. Wo ich verstehe für mich, es stört die Leute, oder beziehungsweise das Narrativ herrscht, dass ich Geld dadurch verdiene oder dass ich es gemacht habe wegen dem Geld. Was du privat machst, ist eine Sache. Wenn du aber als zweiter Ronald McDonald dastehen willst, der Kinder animieren will, zu McDonald's zu gehen, obwohl sowieso bereits viel zu viele übergewichtig sind, einen zu hohen Zuckerkonsum haben und auch insgesamt zu viel Fastfood zu sich genommen wird, auch ohne dass du dazu einen Song machst, dann herzlichen Glückwunsch. Selbst Organisationen und die Bundesregierung möchten eine Regulierung von Fastfood-Werbung. Aber Shirin David appelliert an den gesunden Menschenverstand und hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Ich habe das gar nicht in meinem Kopf gehabt, weil für mich ist es ganz klar, dass kein normaler Mensch jeden Tag bei McDonald's ist. Wo ich verstehe für mich, es stört die Leute, oder beziehungsweise das Narrativ herrscht, dass ich Geld dadurch verdiene oder dass ich es gemacht habe wegen dem Geld. Die Leute haten dich nicht, weil du Geld damit verdienst, sondern weil du von einer Extrem zur anderen gehst und dafür deine Werte, die du alle 5 Minuten änderst, für Geld verkaufst. Und das im Namen der Liebe für die Shirizzles. Für mich ist McDonald's eine Kindheitserinnerung, sondern für mich war das ikonisch im Sinne von popkulturell. Ich fasse zusammen, McDonald's war ihre Kindheit, es war iconic, es ist so special. Es kommt sogar noch was mit McDonald's in einem Monat und das geht dann wieder los. McDonald's ist weder special noch iconic, sondern ein Laden, der systematisch dazu führen soll, dass du fettiges Essen zu dir nimmst, was dich eigentlich gar nicht richtig satt macht. Und das wird rübergebracht auf eine möglichst positive Art und Weise, indem beispielsweise Kinder erreicht werden. Es ist ein Verein, der auf Massentierhaltung setzt und sich als etwas Besseres präsentieren will, als er eigentlich ist. Wenn man doch so dahinter steht, warum hat man dann keine einzige Story dazu gemacht, warum man dahinter steht? Warum wartet man erst ein paar Monate ab und sitzt das Ganze aus, anstatt einfach zu sagen, Leute, das ist meine Kindheit, ich liebe McDonald's und deswegen habe ich das für euch gemacht. Ihr müsst nicht jeden Tag zu McDonald's gehen, sondern ihr könnt da einfach ab und zu hin, aber deswegen habe ich das gemacht und ich hoffe, ihr versteht das. Nein, stattdessen provoziert man die ganze Zeit weiter und plant für nächsten Monat noch eine Kampagne. Okay, aber zum Glück ist Shirin David sich ihren Fehlern bewusst. So ist wie am Ende des Tages bin ich Shirin David und die 2 Mittelfinger. Nein. Sondern du kriegst schon auch eine Aufarbeitung von den Situationen mit und scheinst ja dann auch dir vieler Fehler, die dir die Leute vorwerfen, auch immer bewusst zu sein. Voll. In der Sekunde. Aber das muss ich auch, wenn ich auch ja mit der Zeit gehen will, wo ich ja auch anderen Vorwurf mache, dass sie dann nicht mit der Zeit gehen, muss ich dann das ja irgendwie auch. Was ich immer interessant finde, Shirin David sagt, dass manche Sachen einfach aus dem Kontext gerissen wurden. Und ihr wisst doch, wie das ist. Da postet jemand eine Story und der ganze Kontext darum fehlt. Es ist halt einfach absolut menschlich und mich nervt das, dass es bei mir dann nicht so gesehen wird. Ich verstehe das andererseits, weil ich dann glaube ich auch, dass ich nicht zu Ende erzählt habe, hey Leute, ich bin da nicht mehr vegan. Ich glaube aber auch, dass die Story vollkommen aus dem Kontext damals gezogen worden ist. Ich habe auch damals gepostet, ich versuche, ich kann mich daran nicht erinnern, ich will keinen Quatsch reden, aber du weißt ja, wie das ist. Es reicht, wenn irgendein XY-Account eine Story nimmt, das postet und sagt, Shirin hat das gesagt. Dann sehen das 300 Leute. Deswegen sagt Patti auch immer, wie wichtig es ist, Quellen zu recherchieren, weil sie das halt einfach studiert hat. Das versteht sie. Also voll random, wer studiert denn Quellen checken? Das lernt man entweder im ersten Semester oder das lernt man auch in der Schule. Und auch finde ich sowieso random, ihre Schwester als Beispiel aufzuführen, wie die sich überhaupt über irgendwen aufregt. Ich meine, ihre Schwester war diejenige, die gesagt hat, dass Shirin David nur gehatet wird, weil sie eine Frau ist, die Geld verdient. So bitte, check doch mal deine Quellen. Wenn ihre Schwester Quellenchecken studiert hat, was auch immer das heißen soll, hätte sie ihr doch auch theoretisch helfen können bei McDonald's. Denn vielleicht hätte sie ja gewusst, dass man damit was Negatives assoziiert. War jetzt auch total die Überraschung, dass es nicht so gut ankommt. Sehen die Leute nicht, die recherchieren eben keine Quellen und sagen einfach, okay, das hat sie gesagt, warum ist sie so eine Doppelmoral? Und fertig. Und es ist nur das. Und daraus entsteht dann so ein Riesending. Leute, es ist einfach alles aus dem Kontext gerissen. Wirklich. Wie fasst man dieses Interview zusammen? Shirin David sieht irgendwie gar nichts ein. Shirin David ist ein Opfer oder Female Empowerment, irgendwas dazwischen. Alle anderen sind doof und sie ist gar kein Vorbild, hört auf damit. Nico ist ein riesen Fan von Shirin und findet ihre Sache toll. Ich möchte auch mal ganz kurz betonen, dass bei aller Kritik, die Leute an ihr äußern, wenn man dir mal wirklich zuhört. Wenn man dir zuhört, dann erfährt man ziemlich viel über dich als Person. Und Shirin wird nur gehatet wegen ihres Aussehens. Ich habe das Gefühl, die Menschen hören immer gar nicht so zu oder wollen nicht zuhören oder wollen es im falschen Kontext sehen, weil ihnen dein gemachtes Äußeres nicht gefällt oder irgendwie sowas. Es ist genau das. Es ist Ultra-Femininität und das ist einfach ein Riesenproblem. Na, Logik, nein!
Ehrlich gesagt verstehe ich es auch nicht. Also ich habe mich gefreut auf das Video. Ich war so, boah, cool, endlich wird da was gesagt. Und irgendwie war das echt viel heiße Luft. Alles ist halb so schlimm. Sie ist kein Vorbild. Sie ist vielleicht nur in bestimmten Sachen Vorbild. Da möchte sie was vermitteln, da nicht. Und eigentlich sind alle nur so gemein zu ihr, weil sie eine Frau ist und ihr Aussehen anders ist als das von einem anderen. Aber so funktioniert das Ganze nicht. Wenn du auf Selbstreflexion stehst, dann musst du dir die Sachen auch anhören. Und ich finde das schade, weil dieses Interview wirklich die Möglichkeit gegeben hätte, sich konkret zu äußern und zu sagen, okay, das war nicht cool von mir, das war auch nicht cool von mir, aber es kam immer ein Aber. Ich habe mein Auto abgegeben und es war nicht richtig, aber. Weil ich erstens, ich habe viel zu wenig Ahnung von Klimaschutz, ich habe keine Ahnung. Ich habe diese McDonald's-Kooperation gemacht, aber. Für mich ist McDonald's eine Kindheitserinnerung. Ich habe Pelz getragen, aber. Okay, 2019 hat es keinen gestört, dass ich diesen Mantel trage. Es war genau derselbe Mantel. Wenn es Shirin David wirklich darum gehen sollte, sich auszusprechen und Dinge klarzustellen und für Leute einzustehen, für Frauen beispielsweise, dann sollte sie etwas gewaltig ändern oder aufhören, so viel zu reden. Punkt. Und im Großen und Ganzen fand ich es natürlich mutig, sich dahin zu setzen. Aber wenn du so einen Nico neben dir sitzen hast, der auf dem journalistischen Niveau von Leroy ist, dann kann eigentlich auch nicht viel schief gehen. Und dieses ganze Interview hatte meiner Meinung nach nichts mit Reflexion zu tun, sondern da war Shirin, die hat gesagt, wie toll sie ist und dass sie eigentlich gar nicht so viel falsch gemacht hat. Und dann war da so ein Nico, der hat gesagt, toll, finde ich toll, wie du dich entwickelst, super, klasse, oh, ich finde dich so toll. Stimmt, du wirst nur wegen deinem Aussehen gehatet. Ich habe das Gefühl, die Menschen hören immer gar nicht so zu. Und das ist leider keine gute Basis und ich habe mehr über das Interview gestaunt, als dass ich wirklich was daraus mitgenommen habe. Aber ihr könnt mir gerne natürlich auch eure Meinung sagen, guckt euch das Interview auch gerne nochmal im Ganzen an und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Bestimmt so ein paar Schlüsse sind sauer und die sind so, Saschka, und dann kommt ihr so, yeah. Wir lieben dich, aber wir lieben Pflanzi noch mehr. Abonniert mich gerne, dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag 18 Uhr mit einem neuen Video von eurem Girl Saschka. Mua! Adieu!